Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Medieval Dynasty. Ich muss jetzt gerade einen kleinen Weg nach unten machen. Wir nehmen natürlich noch ein bisschen mit, was wir mitnehmen können. Denn wir brauchen jetzt noch ein bisschen was, habe ich nämlich gesehen, an Schilf. Dass wir quasi den Stand da oben machen können. Und ich glaube, wir haben hier ein paar Probleme mit Schilf. Haben wir nichts mehr hier? Sagen wir jetzt bitte nicht, wir haben kein Schiff mehr. Doch, hier. Hier haben wir was. Ich glaube, 16 war es. Ich nehme extra mal ein bisschen mehr mit. Wer weiß nicht, dass man dann doch wieder zu wenig haben und ich nochmal runter rennen muss. Das wäre definitiv nicht schön. Ganz und gar nicht schön sogar. 8, 16, 24 vielleicht. So, hier, zack, die ganze Küste mitnehmen. Hier noch ein bisschen was mitnehmen, wo gut ist. Und wir haben es momentan. Was haben wir gerade für Jahreszeit eigentlich? Ah, wir haben Sommer. Okay, Sommer ist gut. Sommer ist immer gut. Sommer ist fein. Na, guck, da hätten wir sogar noch was. Egal, was soll's. Ab nach oben. Wie gesagt, wenn wir was sehen, nehmen wir es auf. Ansonsten aber nicht. Ah, hier, zack, stecken. Damit kann unser guter Mann hier auf jeden Fall jede Menge. Sagt es mir. Jede Menge Löffel für uns herstellen, die wir verkaufen können. Sage ich nicht deiner zu, hey. Das möchte mal ein bisschen aufräumen. Bislang viel aufräumen sogar, hey. So, dich noch mit dem Licht mitnehmen. Wo war es denn? Ah, da oben war es. Da oben war es. Ich glaube, euch kann man auch sammeln. Hallo Häschen, tschüss Häschen. So, dann machen wir dich doch komplett. Du warst bis einmal. Okay, soviel zu dem. Hohe Hilfe. Zu dem Thema, wenn wir einmal quasi drin stecken bleiben. Okay. Dann sagen wir doch Management. Euch geht's nach und nach besser? Das freut mich doch zu hören. Das freut mich richtig gut zu hören sogar. Holzschuppen Nummer 2. Zack, du hier. Hast noch keinen, der dran arbeitet, aber macht nichts. 1, 50%, 50%. 1, 2. 1, 2. 5% Bretter, ja, yeah, das schaut mir doch nach was. Machen wir lieber mal so. Yep, wenn da jemand drin ist, das wird auf jeden Fall so funktionieren. Okay, ab nach unten. Ab nach unten und das ganze Zeug mal ins Lager rein verfrachtet. Beziehungsweise wir sind, wo sind wir denn gerade unterwegs eigentlich? Hier, dann könnten wir eigentlich nach Provo kurz gehen. Spricht nichts dagegen, wenn wir schon mal da sind. Und können ein bisschen weiter flirten, beziehungsweise Hallöchen. Yeah, Bären. Entschuldigung. Wenn wir schon mal durch die Bärenwiese hier durchlaufen, nehmen wir natürlich welche mit. Können wir nämlich direkt dann zum Verkaufen anbieten. Und wir können ja mal gucken, vielleicht haben wir das Glück und finden noch jemanden, der quasi Teil unserer wunderbaren Siedlung sein möchte. Ich meine, wir möchten nicht Teil davon sein. Wir sind aufstrebend, wir sind jung, wir sind fidel. Wir können etwas reisen noch. Wo war denn heute was? Ah, hier drüben. Ah, so viele wunderbare Bären. Hör mit den Bären. Was müssen wir noch machen? Ein bisschen flirten auf jeden Fall. In der Hoffnung, dass wir vielleicht in den nächsten paar Zyklen eine Frau finden. Das wäre natürlich nicht das Schlechteste auf der Welt. Definitiv nicht. Ah, hier haben wir noch was. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht nochmal ein weiteres Haus aufbauen. Wäre nicht verkehrt. Ich glaube, zwei Frauen oder eine Frau und ein Mann bekommen wir noch unter bei uns. Muss ich gleich nochmal nachgucken. Weil jemanden zu engagieren quasi ohne Haus ist nicht gut. Da fällt nämlich direkt die, sagt es mir, der Glücklichkeitsfaktor direkt mal nach unten. Und sowas wie eine Hochzeit, das wird nicht so oft vorkommen. Wo uns quasi einen gewissen Moralschub gibt. Da noch ein bisschen was. Aber ich sehe schon, wir werden langsam schwerer. Ja, gut, bei fast 300 Bären ist das jetzt auch nicht so verdenklich. So, mal da noch was da. Hier vielleicht noch. Ah, hier. Wir sind bald durch, wie man sieht's. Ich hier noch Doppelbüsch sogar. Okay, du nicht mehr.
Aber hier haben wir noch eine ganze Ladung davon. Oh mein Gott, das sind so. Das ist einfach nur Geld, was hier rumliegt. Wunderbares Geld, das hier rumliegt. Du vielleicht noch? Nein, nein, nein. Soweit haben wir alles. Okay, passt. Überfüllt kann es weitergehen. Ich nehme jetzt extra nicht die Essstimme mit, weil sonst wären wir noch langsamer. Das brauchen wir gerade ganz und gar nicht. Journal, haben wir noch irgendwas gerade übrig? Sprich mit Alvin und nächtliches Geheule. Das haben wir erledigt gehabt. Sprich, dann können wir mit ihm gleich reden. Ah, herrlich. Find ich super. Stimmt, das war ja der... sagt es mir. Ah, der Wolf im Busch. So quasi, der Wolf im Busch. Ihr seid alle hier, das ist gut. Dann kann ich nämlich gleich noch durchgehen. Aber jetzt erstmal hier kurz die eine Aufgabe erledigen. So, Hallöchen. Ich habe die Wölfe getötet. Oh, das ist eine Erleichterung. Ich danke dir vielmals. Wir sind zusammengekommen und haben dich dafür die Belohnung vorbereitet. Hier, nimm das. Dankeschön. Und ich möchte bitte... Ah, ne, warte, das gibt's gar nicht. Ida, Ida, meine Gutste, komm mal her. Ida, Hallöchen, gutes Ida. Früher Vogel fängt den... Okay, bringt nichts. Dirk schon mal das Falsche zu ihr gesagt. Ja, nicht gut. So, Bären hier. Abgeben, wunderbar. Unreife Bären brauchen wir auch nicht da. Und den Rest behalten wir, den Rest behalten wir. Yep. Passt soweit. Vielen lieben Dank. So, wen haben wir? Achso, ich wollte noch kurz gucken. Sehr glücklich. Häuser. Einfaches Haus. Da bin ich drin. Da kommt dann so quasi meine Frau mit rein. Okay. 2, 2, 2, 1. Kischnitt. Ein Holzfäller. Da wird doch eine Holzfällerfrau noch Sinn machen. Und was brauchen wir für Holzfäller? Wir brauchen auf jeden Fall Crafting, Gewinnung. Okay. Bei Dima wär's zum Beispiel. Oh, Hilfe. Bertha. Meine Wutste? Roberta? 3 und 3 Landwirtschaft. Okay, wir müssen kurz warten. 3 und 3 Landwirtschaft. 3 und 3 Jagen. Ja, boah, ne Frau, komm. Bald Wiener, Hallöchen, aber auch meine Gutste. Hast du einmal einen Cent? Wie ist es dir denn ergangen? Das war schon mal recht gut. Tipps für die Jagd? War auch gut. Nochmal Tipps für die Jagd? Yep. Und noch einmal was Richtiges machen? Wie geht es dir? Yep. Und möchtest Teil der Siedlung werden? Klingt gut. Genau, was ich gesucht habe, das ist schon mal gut. Das heißt nämlich bald Wiener. Erzähl mir über dich. Du bekommst ein Haus zugewiesen. Steigt immer mit Null? Das verstehe ich nicht. Ein Arbeitsplatz ist der Holzschuppen als Arbeiter. Wunderbar. So, damit solltest du eigentlich glücklich sein, würde ich mal sagen. Bald Wiener hatte ich ihn. So, dann haben wir noch alles da. Bertha, guten Tag. Kann man dich irgendwie begeistern mit Klatsch und Tratsch? Nein. Okay, Bertha war die Arbeiterin auf jeden Fall. Bertkos. Wie kann man dich denn bezirzen? Wie geht's der Arbeit? Er ist wiederum nicht für die Arbeit da, so wie es ausschaut. Klatsch und Tratsch. Hat nichts gebracht. Ist das jetzt leider in Gang? Der ist schon wieder eher. Adliger? Du hast. Ah, Adlige, okay. Hoffe, es geht dir gut. Yep, hat auch was gebracht. Auf 60 hoch. Dobra. Du warst, glaube ich, ihr verheiratet. Das war das Thema. Okay, heißt, jetzt müssen wir aber auf jeden Fall ein neues Haus bauen, oder? Oder. Die gute Freya da drüben. Wir gucken mal. Kurz einmal ein bisschen was trinken. Ist wirklich nichts über ein bisschen was trinken. Und dann gucken wir mal, ob wir da bei ihr vielleicht landen können. Würde da jetzt nicht Nein dazu sagen. Oh, und was wir noch machen können ist... Ach, guck mal. Die kriegen alle gerade einen Boost, und zwar einen gewaltigen. Nachfrage nach Holz. Ja, das müssen wir noch befriedigen. Da haben wir unsere Holzfelder. Das müsste eigentlich funktionieren. Im Notfall kommen wir auch gleich nochmal zurück. Journal. Mindestens, ja, einen Einwohner brauchen wir noch. Einen Einwohner brauchen wir noch. Und mit Alvin müssen wir reden. Das lässt sich alles irgendwie bewerkstelligen. Komm, Beilung. Muss mich beeilen. Oh, Hilfe. Mein Mann.
So, noch einmal Gas geben. Und noch komisch, dass es kein Schilf ist. So quasi mitnehmen können. Dass alles nur hier Deko ist. Na gut, was willst du machen? Kannst du nichts machen. Ich guck hier noch ein bisschen was. Ah, hier haben wir noch was mit zu mitnehmen. Und zack. So, Alvin, mein Gutster, beziehungsweise... Oh, jetzt haben wir einige neue hier. Einige neue. Was gibst du uns? Bergbau? Okay, Hauptsache wir haben die schon mal. Hast du einen Moment Zeit? Tipps für die Jagd? War nicht schlecht. Feldarbeit? Kommt immer gut bei, man sowieso schaut. Nochmal Jagdtipps. Nochmal Feldarbeit. Passt. So, den könnten wir jetzt rekrutieren, hätten wir ein Haus. Romula, Tädelchen, wie geht's denn bei dir? Schönes Wetter. Hat ihm gefallen. Tipps für die Jagd? Hat ihm auch ein bisschen gefallen. Das war's aber schon. Freya, Freya, guck mal her. Frieda, nicht Freya, Frieda. Möchte er sagen, schöne Frau? Was hat sich mit einem Bären auf? Ich glaube, das kam jetzt schon auch gut an. Ja. Zumindest ein bisschen. Ich wünsche dich für die Hingabe an deine Arbeit. Das hat auch was gebracht. Okay, das geht jetzt nicht so schnell. Ich hoffe, das geht ein bisschen schneller. Ja gut, was soll's. Was soll's, Adlena? Alvin, Sumir? Sumir, Hallöchen. Gibt's was zu tun für dich? Erstmal zeige ich mir kurz deine Waren. Dünger, Eier, Tierfutter. Du möchtest bestimmt meine Johanneskraut abkaufen, oder? Natürlich möchtest du das. Dankeschön. Kann ich dir helfen? Könnte Hilfe gebrauchen, ich wollte mein Haus renovieren, aber ich habe keinen Bauhammer bei mir. Kannst du meinen bringen? Natürlich. Das machen wir direkt. Hier hast du ihn. Dankeschön. Hausrenovierung direkt abgeschlossen. So muss das sein. Crafting, neuer Holzhammer. Ich bin froh, wenn ich direkt helfen kann. Ich bin echt froh. So, und sag mir jetzt nicht. Der steht immer noch da unten? Moment. Halt, eins wollte ich noch gucken, Inventar. Es sind 20, okay. Eine Frage, der steht immer noch da unten. Alvin, was ist los? Du stehst seit Gezeiten hier unten. Diesmal mit der Mütze zumindest. Wie laufen deine Übungen? Ich wette, ich kann dich jetzt schlagen. Oh, wieso? Versichtlich, in Ordnung, ich nehme die Wette an. Worum geht es? Es geht um 100 Münzen. Wir haben 3 Schüsse. Derjenige, der mehr Punkte erhält, gewinnt. Nimmst du an? Yep. 64 Punkte erhalten. Das glaube ich jetzt mal nicht. Schauen wir nochmal. Zack. Okay, ich muss noch ein bisschen mehr zurückgehen, damit ich noch mehr Punkte machen kann, so wie es ausschaut. Ein bisschen noch nach oben. 14 Punkte halten. Warum kriege ich so wenig Punkte für das Ganze? Verstehe ich nicht. Warum hat er auf einmal 65 bekommen? Oh. Ich hätte schwören können, liegt noch ein Pfeil rum, aber egal. Alvin, so wie es ausschaut, hast du gewonnen und ich verloren. Nun, das hat nicht wie geplant geklappt. Du kannst nochmal versuchen, wenn du willst. Die Bedingungen sind gleich. Vielleicht später, weil irgendwie... Wie viel haben wir denn? Wobei, wir haben viel Geld. Wir haben viel Geld. So, okay. Okay, wie wär's denn mit weiter hinten? So quasi hier. Bisschen nach oben ziehen. So. So, Aufgabe erfüllt. Und hoffentlich haben wir noch ein paar Pfeile. Ich hoffe, die sind jetzt nicht alle draufgegangen bei der Aktion. Nein, wir stecken alle drin. Ich hätte noch ein bisschen höher ziehen müssen, aber was soll's. Ich habe dich besiegt, Alvin. Hm? Wie gefällt dir das, Alvin? Ich habe dich besiegt. Ja, und wer ist der Meister? Sei nicht eingebildet, du hast viel mehr Erfahrung als ich. Sicher, sicher. Und jetzt meine Belohnung. Wunderbar. Ach, wir haben sogar 200 bekommen, okay. Du wirst es sehen, ich werde mehr üben und schießen. Schließlich werde ich dir ein Grinsen aus dem Gesicht wischen. Ist mir echt... Wir werden es bei der nächsten Gelegenheit beweisen. Okay. Warte auf die nächste Jahreszeit. Okay, da wurde schon ein bisschen mehr wieder gemacht. Ist schon mal gut. Es gibt noch eine Aufgabe hier im Dorf.
gibt noch eine Aufgabe. Okay, gucken wir mal, was das ist. Und danach bauen wir noch ein Haus, damit wir jemanden holen können. Du, Hubert, guck mal her. Ich glaube, es ist nicht so gesund, wenn du hier quasi im Freien hockst. In der Luft. Findest du das Wetter nicht gut? Okay, es war jetzt nicht gut. Junge, ich brauche deine Hilfe. Ich bin ein älterer Mann und kann keine Werkzeuge herstellen. Könntest du mir bitte eine Axt bringen? Das kann ich machen. Habe ich keine Axt für ihn? Ach, will er wieder drei haben, oder? Zwei Steinäxte. Okay, Moment. Können wir denn eine machen momentan? Ja, wir können sogar zwei machen, damit wir einen Ersatz haben. Sag ich auch nicht nein dazu. So, bitteschön, Hubert. Hier ist die Axt. Vielen Dank. Quest erledigt, Quest abgeschlossen. Wir sind alle glücklich mit der Welt. Dann ist das das nächste Ziel, was wir haben müssen. Okay, kriegen wir alles hin. Essentechnisch haben wir ein bisschen Fleisch, das heißt, da können wir jetzt mal gucken. Ach stimmt, wir haben hier jemanden. Moment, muss kurz gucken. Haben wir jemanden in der Taverne schon drinnen? Glaub noch nicht, oder? Doch, wir haben jemanden in der Taverne drin. Das heißt, es wird Nahrungsmittel produziert. Oder? Schätze ich jetzt mal. Taverne. Zyklus in Arbeit. Keine Ressourcen. Pausiert. Jupp, es wird Essen gemacht. Oh, es wird Essen gemacht. Das ist herrlich. Das ist gar wunderprächtige Natur. Wir skillen, indem wir einfach unsere Leute was machen lassen. Das ist schön. Das ist bezaubernd der Natur. Wir haben leider gar nichts. So, hallöchen, liebe Siedlung. Du siehst immer größer aus. Und ich finde es wunderbar. Was, wenn ich bis zur Besinnungslosigkeit laufe? Okay, irgendwann sagt er einfach nur, er kann nicht mehr laufen. Okay, okay. Ich habe verstanden. So. Einmal reingehen. Hallöchen aber auch. In die Truhe kommt das Fleisch. Jep. Das den Rest behalten wir, beziehungsweise schmeißen wir doch glatt mal hier rein. Holzhammer machen wir. Flachs. Hallöchen, Flachs. Flachs ist gut. Leder hier rein. Pelz hier rein. Stein hier rein. Stöcke und Stroh behalten wir mal. Rundholz können wir mal drin lassen für den Moment. Flachs. Gucken wir doch mal. Flachs können wir doch hier, glaube ich, dreschen, oder? Ja, das lässt sich mal kurz nebenbei erledigen. Einfach ein bisschen auf den Boden schlagen. Flachsheim und Flachssamen. Also mal gucken, was wir mit den Halmen anstellen können. Mindestens 10 Einwohner. Okay, wo mache ich denn das nächste Gebäude hin? Das wäre jetzt noch eine interessante Sache. Bisschen Richtung Ufer wieder hinbauen. Muss ja, hallöchen. Achso, ihr habt nichts zu tun zu der Zeit, gell? Glaube ich zumindest. Scheune, Landwirtschaft. Tybalt, du könntest doch bestimmt gerade nirgends was machen, so wie es ausschaut. Einen Moment. Flachshalm. Okay, was ist, wenn ich sage Scheune? Yep. Du bist keine Feldarbeiterin mehr, Tybia, sondern du bist BU. Ah, ne, das wollte ich gar nicht. Tybalter. Wo bist du? Da bist du, Tybalter. Komm mal her. Du gehst jetzt zwar hin, aber wenn kann ich was anderes machen. Entfernen. Zack. Dann Scheune. Aber du bist Farmer. So, dann kann man mich gucken. Dankeschön. Farmer. So, was macht Farmer? 10% davon. Keine Ressource. Pausiert. Gespart. Wir können Korn herstellen bis zum Umfallen. Das war's aber schon, so wie es ausschaut.
Flachshalme für Spindel. Oder wir sagen mit Tibia Näherei. Crafting. Bist du die schlechteste momentan, aber das macht nichts. Wir können dich trotzdem ja gut gebrauchen. Leine, 10% gesperrt. Hier ist noch ziemlich viel gesperrt, weil wir noch ziemlich viel kaufen müssen. Okay, damit können wir doch was anfangen. Was haben wir jetzt bei uns noch im Inventar drinnen? Flachshalme, okay. Flachshalme, heute ist es falsch. Das ist falsch, Flachshalme ist falsch. Eher hier reinschmeißen. Passt soweit. Und wir machen jetzt echt noch was. Und zwar sagen wir jetzt nochmal kurz. Einen Moment. Scheune. Siegfrieda. Arbeitszugweisen. Dich nicht. Okay, dann machen wir es anders. Dann müssen wir es anders machen. So, zack. Dich hier. Scheune. Weg. Zuweisen. Scheune. Und zwar Farmer. So, aber jetzt müsstest du ja eigentlich was machen. Theoretisch zumindest. Jetzt müsstest du wieder aktiv werden, oder? Ja, jetzt bist du am Drescheln. Okay. Das ist gut, weil die Felder an sich sind ja bestellt, so wie ich das sehe. Die müssen auch nicht weiter versorgt werden, oder? Nein. Okay. Das ist mehr als gut. Die Frage ist es gerade, können wir hier ein kleines Haus noch hinstellen, nochmal? Das wäre nämlich gar nicht mal so die schlechteste aller Sachen. So, du bist am Kochen, stell ich gerade fest, oder? Schauen wir doch mal. Bist du denn am Arbeiten, Taverne? Also ich glaube, das haben wir vorhin schon geschaut gehabt. Yep. Nahrungsmittel werden produziert. Okay. Das heißt, wir brauchen erst einmal noch ein paar. Zack. Was brauchen wir denn dafür überhaupt? Crafting, Haus. 6 bis 8. Okay. Das heißt, 2 Bäume fällen und es sollte dann eigentlich reichen. Wo ist denn hier unsere Steinaxt? Die ist auf 1. Wunderbar. Nummer 1 wird mitgenommen. Nummer 2 wird mitgenommen. So. Dankeschön, dass es hier runterfällt. 1 mitnehmen. So einfach funktioniert das Ganze hier. Baumstumpf raus. Axt nehmen. Ich würde sagen, einmal kurz abwarten, dass sich das Ganze hier etwas akklimatisiert. So, wunderbar. Ah, guck mal her. Wir haben sogar noch die Chance, ein bisschen was hier abzugrabbeln. Sordle. Fichte, hallo? Sagen, Fichte, bitte komm. Lass mich dich doch ein bisschen abhacken. Sordle. Ein paar Kräuter hätten wir jetzt noch im Angebot. Das passt soweit. So. Crafting. Häuser. Wir können sogar so eins bauen. Okay. Weil ich hätte hier liebend gerne hier oben eins. Ich weiß, es ist ziemlich hügelig hier. Ich weiß. Aber ich hätte hier echt gerne eins noch. Mal nicht irgendwie was hinmachen. Ein bisschen rotieren. Ein bisschen so hinbauen. Irgendwas ausnutzen. Schön, wenn wir natürlich die Landschaft etwas einebnen könnten. Das wäre natürlich das Beste vom Besten, aber gut. Geht nicht immer alles. Okay, dann probieren wir es kleiner aus. Wir haben ja schon mal gesehen. Stimmt, Hühnerzug gibt es ja auch noch. Hühnerzug gibt es ja auch noch. Gar nichts. Da wird nichts grün. Da wird überhaupt nichts grün an der Stelle. Puh, vielleicht hier an dem Bereich noch.
Das nehmen wir mal kurz alles mit, bevor es nämlich verschwindet, wenn ich hier was hinbauen könnte. Das wäre doch auch noch ein schöner Platz für ein Haus. Tatsache, das funktioniert sogar. Das funktioniert sogar. Bitteschön. Da sage ich nicht nein dazu und alles reinhämmern, was wir so haben. Was momentan nicht viel ist, wie es ausschaut. Außer die ganzen Stöcke. Die haben wir natürlich en masse. Nicht gut, dass wir die behalten haben. Hallöchen. Hier noch ein bisschen was reinzimmern. Theoretisch müsste man ja auch. Genau, da haben wir auch noch was. Rundholz, Rundholz, Rundholz. Kann es sein, dass wir gar keinen Strom mehr? Doch, wir brauchen Stufe ist doch. Ja, ich weiß, mit dem Hammer zu hämmern ist schon eine schwierige Angelegenheit hier. Den braucht doch immer alles so lange. So, komm mal mit. Hier noch ein bisschen was. Hier noch ein bisschen was. Und obwohl wir so viel gesammelt haben, reicht es doch nicht aus. Ah, hier kommen wir ans Dach ran, jetzt da. Müssen wir von außen ran, so wie es ausschaut. Yep. Das ist gut, dass wir so viel noch gesammelt haben. Aber nachdem es so ein großes Dach ist, wird es nicht ausreichen. Nope, das reicht ganz und gar nicht aus. Also wie die Äste und alles drum und dran. Na, das wird nicht ganz so funktionieren. Brauchen eh Stroh, also müssen wir auf die andere Seite noch gehen. Ich glaube, da drüben gab es keinen Strom mehr, wenn ich mir jetzt nicht irre. Ah, guck, die Leute sind hier. Ja, geht doch, geht doch. Einmal in die Taverne rein, die Leute sind glücklich. Alkohol hilft gegen alles. So, haben wir hier noch irgendwas drin, was wir vielleicht brauchen könnten? Ja, guck mal her. Stroh. Nehmen wir doch mal hier alles mit. Wollen wir schon mal nicht rübergehen. Den Ton können wir mal hier lassen. Den brauchen wir gerade gar nicht. Der kostet uns nur gerade Inventarraum. So. Ein paar Rundhölzer sind drin, aber das war's auch schon. Flachs und Flachshalme, okay. Dann können wir das nämlich hier noch von uns reindeppern und danach können wir noch ein, zwei Bäume fällen. Das ist doch nicht verkehrt. So, wo ist denn das Dach hier? Das haben wir soweit gemacht. Ah. Hier noch ein bisschen was reinzimmern. Herrliche Natur. Und 8, 16, das müsste sogar ausreichend sein. Na komm, hau noch vor uns rein. Dankeschön. So, und der Rest sind echt nur Rundhölzer. Okay. Dann auf zum fröhlichen Abholzen. Oder zum fröhlichen Bären sammeln, so wie es ausschaut. Okay, das können wir auch nebenbei machen. Was soll's, wir gehen hier am nächsten Tag rüber. Aber warte, warum mache ich das jetzt eigentlich? Warum mache ich das jetzt? Jetzt müssen wir erst mal gucken, dass wir quasi... Dankeschön. Unser Haus fertig bekommen, dass wir am nächsten Morgen direkt in die Stadt gehen können. Würde gerade sagen, liebes Bäumchen, höre auf, dich mit mir verbinden zu wollen. Das ist nämlich nicht gesund. Gern sogar, ich gesund sogar. So viele Stöcke und alles drum und dran. Johannisbergkraut können wir alles mitnehmen und alles vertickern. Schnappen wir uns auch die hier. Dann müssen wir mal gucken, ob wir nicht irgendwie mal einen Bogen und sowas herbekommen, damit unsere Leute auch ein bisschen besser jagen können. Das wäre nämlich noch eine wirklich super Sache, dass die Leute zuständig sind fürs Fleisch und für alles. So, das nehmen wir noch mit. Das auch, das auch, das auch. Ah, guck mal hier, noch ein paar Federn. Wie schwer sind wir denn gerade? Können wir noch einen weiteren Baum schon mitnehmen? 5 Kilo, das könnte jetzt ein bisschen problematisch werden. Wieder auf ein bisschen problematisch. Okay, tun wir erstmal die Sachen verbauen, die wir gerade haben. Und die Stöcke können wir eigentlich direkt dann wieder abgeben, würde ich mal behaupten. Oh, ich sehe bereits ein Problem auf uns zukommen. Dass uns der Hammer wieder kaputt geht. Ich soll bei Gelegenheit mal einen besseren machen. Dass der Eingangsbereich gleich so viel braucht.
so herrliche Natur. Schaut doch alles ein kleines bisschen besser aus. Wenn ich wieder den hier mitnehmen. Stöcke, wunderbar. Ah, guck mal, was hier noch. Wie viele Stöcke liegen hier auf einem Haufen? Glaube ich bin. Okay. Mein Alarm sagt mir gerade, ich soll kurz pausieren. Dann werde ich das mal kurz machen. Und mache hier einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin hoffe ich aber... Na, Hallöchen. Ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Und wir hoffen dieses Mal, dass wir vielleicht Freya von uns gewinnen können. Eventuell, wer weiß, wer weiß. Wenn nicht, vielleicht dann eine andere der guten Damen. Und im Notfall müssen wir halt nochmal die ganze Karte absuchen. Mal gucken. Aber das noch so viel ist mehr in der nächsten Aufnahmerunde. Bis dahin, macht es gut und wie immer... Tschüss, Sonne.